Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Es reicht nicht, dass wir gesättigt sind mit Speise und Nahrung, die den Körper und den Leib am Leben erhalten, sondern wir brauchen mehr zum Leben. Wir brauchen etwas, was uns Sinn gibt, was uns Tag für Tag ins Leben ruft und was am Ende die Begründung dafür ist, dass wir essen und trinken. Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und mit diesem Wort macht er deutlich, dass er und sein Leben uns zur Speise werden sollen. Das feiern wir hier heute Morgen. Er ist das Fleisch gewordene Wort Gottes, von dem wir leben können und das uns zur Nahrung werden kann. Er wird unter uns gegenwärtig im Verlesen der Heiligen Schrift. Er wird unter uns gegenwärtig im Brechen des Brotes. Und so wollen wir uns an diesem Morgen mit Christus verbinden. Und nicht nur diesen Tag planen, was gibt's heute Morgen, heute Mittag, heute Abend zu essen, sondern was kann uns heute wirklich nähren und auf Christus schauen. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und gütige Gott. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du öffnest dein Reich allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind. Stärke in uns das Leben der Gnade, damit wir von Schuld frei bleiben und die Herrlichkeit erlangen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Stephanus zu dem Volk, den Ältesten und den Schriftgelehrten: Ihr Halsstarrigen, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. In deine Hände empfehle ich meinen Geist. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich verlasse mich auf den Herrn. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen. Vater, in deine Hände lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Hilf mir in deiner Güte. Du beschirmst sie im Schutz deines Angesichts vor dem Toben der Menschen. Vater, in deine Hände empfehle
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Spricht der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, drei kleine Gedanken. Ein erster: Wenn ich hier durch die Kölner Innenstadt laufe, begegnen mir immer wieder Obdachlose, Bettler, und nicht selten steht da ein Schildchen: Ich habe Hunger. Und dabei sieht man, dass der Mensch eigentlich gut genährt ist und dass er sich in den Geschäften rundherum etwas zu essen holen konnte, und dass Menschen hier und da auch stehen bleiben und sagen: Soll ich dir etwas zu essen kaufen? Ich organisiere dir gerne etwas. Das sind so Situationen, in denen ich denke: Ja, brauchen diese Menschen denn keine Hilfe, und wie kann denn meine Hilfe aussehen? Klar, da ist der Wunsch mal nach einer warmen Mahlzeit. Und da ist auch der Wunsch nach einem gesitteten Essen, irgendwie ordentlich sitzen und vielleicht sogar in Gemeinschaft. Und damit wird deutlich, worum es geht. Es geht nicht nur um das Sattwerden am Leib, sondern es geht darum, die Wärme der Gemeinschaft und eine neue Kultur des Lebens zu entwickeln. Danach sind wir hungrig, auch in diesen Tagen. Wir können alles essen, was wir in den Läden kaufen können, und die Läden, sie schenken uns, was wir brauchen. Aber der Gottesdienst, die Kulturveranstaltungen, die Wärme der Mitmenschen, das sind die Dinge, die fehlen. Und wir wollen es nicht schönreden. Wir sehnen uns danach, dass dieser Hunger nach diesen Dingen wieder gestillt wird. Ein zweiter kleiner Gedanke: Brot und Salz, Gott erhalt's. Ein alter Spruch, und wenn irgendwo eine Wohnung eingeweiht wird, dann ist es nicht selten so, dass man also Brot und Salz mitbringt. Brot steht für das Lebensnotwendigste, was man in einem alten Italo-Western noch bis in die Gefängniszelle hineingebracht bekäme. Und das Salz, es steht stellvertretend natürlich für den Geschmack am Leben, für die Würze des Daseins. Und doch da ist es so, dass manch ein Mensch sagt: Naja,
Ich habe zwar das Brot, das tägliche Brot, was ich brauche, aber das Salz, die Würze des Lebens, das geht mir ein wenig verloren. Danach sehne ich mich, das suche ich. Es kommt darauf an, dass wir nicht nur Schwarzbrot essen, was hart geworden ist und was nur schwer verdaulich ist, sondern es kommt darauf an, dass wir genährt werden mit etwas, was lecker ist, was schön ist, was uns in Freude und in eine neue Hoffnung hineinsetzt. Und das ist eben das gemeinschaftlich geteilte Brot, nach dem wir uns so sehr sehnen in unseren Familien und in unserer Kirche. Das gibt dem Leben wieder Würze und Geschmack. Und noch ein kleiner dritter Gedanke. Ein altes deutsches Sprichwort sagt, überall bäckt man das Brot im Ofen. Anders formuliert, wer Brot machen möchte, der muss nicht nur zuerst das Korn mahlen, es zerstoßen, das Korn muss aufgebrochen werden, sondern der Teig, er muss in den Ofen kommen, er muss gebrannt werden. Und vielleicht ist das eine Situation, die wir in diesen Tagen auch erleben, dass wir durch diese Herausforderungen gehen, jeder persönlich, aber vielleicht auch als Kirche und auch als Gesellschaft, dass da manches erstmal aufgebrochen werden muss und dann gebrannt werden muss und dass dann daraus etwas erwächst, was schmackhaft ist, was neu ist, was duftet. Überall bäckt man Brot im Ofen. Durch diesen Feuerofen ist Christus gegangen. Er hat uns seinen Weg gezeigt und hat uns eingeladen, mit Vertrauen auf den Vater diesen Weg auch zu wagen. Amen. Rufen wir den Herrn an, seine Begleitung und seine Hilfe. Wir beten für die, die um ihres Glaubens willen bedrängt, verfolgt und mit dem Tode bedroht werden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten um Priester, die das Geheimnis der Eucharistie gläubig mit uns feiern und uns deine Nähe erfahren lassen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten auch um das tägliche Brot für die vielen, die Hunger leiden und ohne Hoffnung in die Zukunft schauen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten für die Verstorbenen, die uns ein Stück des Lebensweges begleitet haben, und die Toten, an die niemand mehr denkt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du kennst unseren Glauben, Herr, und du kennst unsere Hingabe. Komm uns zu Hilfe und sei der Gott unseres Lebens heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens. Du hast die Jünger genährt und satt gemacht, als du am Ostertag in ihre Mitte getreten bist, dich als der Auferstandene gezeigt hast und ihnen den Friedensgruß zugesprochen hast. Und so bitten wir dich darum, dass du in dieser Stunde nun auch zu uns kommst und uns näherst durch deinen Geist und deinen Frieden. Deshalb rufen wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus sprach zu seinen Jüngern, kommt und esst. Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Halleluja.
Lasst uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne euch der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen gesegneten guten Tag. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.